Willkommen zur kleinen Führung zum Thema Pflanzen in Haus und Garten. Heute will ich euch zunächst einige krautige Balkon- und vor allem Zimmer- und Gartenpflanzen vorstellen, ihre Herkunft nennen und Hinweise zur Pflege geben. Geranien, hier Hängegeranien, sind beliebte Balkonpflanzen, die aufgrund ihres freien, meist sonnigen Standortes viel Wasser benötigen. Sie stammen aus Namibia und Südafrika. Daneben eine vollblühende, rote stehende Sorte, ganz rechts dunkelrote Petunien. Es gibt viele Petuniensorten aus Südamerika. Sie können farbenfreudig und dankbar blühen. Hier wurden drei Pflanzenarten mit unterschiedlichen Ansprüchen zusammengestellt. Grün und ohne Blüten ist ein Dickblattgewächs erkennbar, das mit wenig Wasser auskommt, da die Blätter die Wasserspeicherung mit übernehmen können. Hellblau blühend ein Usambara. Den kompletten Film und viele weitere findest du auf www.sofatutor.com. Über 7000 Lernvideos erklären dir, was du für gute Noten wissen musst. Tests überprüfen dein Wissen nach jedem Video. Echte Lehrer helfen dir im täglichen Live-Chat sofort bei deinen Problemen. Du kannst außerdem Privatstunden bei deinem persönlichen Online-Tutor buchen, um tiefer in ein Thema einzutauchen. So helfen wir dir, deine Zensuren ohne großen Aufwand zu verbessern. Probiere es am besten sofort aus. Auf www.sofatutor.com.